Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schnee und Eisglätte haben in weiten Teilen Nord- und Mitteldeutschlands ein Verkehrschaos ausgelöst. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ließen Regen schnell zu Eis gefrieren und verwandelten die Straßen in Rutschbahnen. Bei der Bahn führten vereiste Oberleitungen zu erheblichen Behinderungen, vor allem auf den IC- und ICE-Verbindungen Richtung Süden. In Niedersachsen standen Züge stundenlang auf freier Strecke, einige fielen ganz aus. Der S-Bahn-Verkehr rund um Hannover und der Zugverkehr nach Bremen wurden eingestellt. Eisregen und Temperaturen von minus 3 Grad verwandelten vor allem weite Teile im Norden und Osten Deutschlands in spiegelglatte Eisflächen. Wie hier auf der A2 bei Helmstedt blieben hunderte Autofahrer auf den Straßen stecken. Selbst Räumfahrzeuge und auch die Polizei kamen nicht mehr oder nur noch sehr langsam voran. Dutzende Unfälle ereigneten sich bereits am Vormittag, als der Regen sofort am Boden gefror. In Bremen kam es in einigen Stadtteilen zu Stromausfällen. Vereiste Überlandleitungen waren gerissen, es musste auf ein Notprogramm umgestellt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde in Bremen am Morgen eingestellt. Wegen vereister Oberleitungen und blockierter Weichen war der Betrieb unmöglich. Mit Bussen wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, doch auch diese fahren wegen spiegelglatter Straßen nur sporadisch. Viele verzichteten auf Fahrten mit dem Auto und blieben zu Hause oder wagten sich nur zu Fuß auf die Straße. Die Polizei rät dringend davon ab, die Autobahnen zu benutzen, denn der Eisregen soll auch weiterhin anhalten. Die Wettersituation in Süddeutschland hingegen völlig anders. Bei beinahe frühlingshaften Temperaturen um 12 Grad genossen einige am Mittag wie hier bei Baden-Baden sogar ihre Golfpartie oder setzten sich in eines der zahlreichen geöffneten Straßencafés. Bei Freiburg kletterte das Thermometer am Mittag sogar auf über 15 Grad. Bundespräsident Rau hat in seiner Weihnachtsansprache grundlegende Reformen angemahnt und vor Miesmacherei gewarnt. Neben zutreffenden Warnungen höre man in letzter Zeit manch törichtes Gerede, als stehe der Untergang Deutschlands bevor, kritisierte Rau. Das Erste sendet die Weihnachtsansprache morgen Abend nach der Tagesschau. Führende Kirchenvertreter haben sich zu Weihnachten besorgt über die aktuellen Konflikte und einen drohenden Krieg im Irak gezeigt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Koch, forderte in seiner Predigt ein Aufstehen aller Christen für Frieden. Niemand scheine zu begreifen, was die Weisheit Jesu lehre, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Begleitet von anhaltenden Spannungen haben in Bethlehem im Westjordanland die Weihnachtsfeiern begonnen. Die israelische Armee hat sich zwar aus dem Zentrum zurückgezogen, behält die Belagerung der Stadt aber aufrecht. Palästinenser Präsident Arafat darf, wie vor einem Jahr, erneut nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Heiligabend in Bethlehem. Die Glocken der Geburtskirche blieben heute stumm beim traditionellen Einzug des Patriarchen von Jerusalem. Statt festlich gestimmter Pilger und Einwohner in Weihnachtsstimmung protestieren erstmals christliche Gruppen und jüdisch-arabische Friedensaktivisten lautstark gegen die israelische Besatzungspolitik. Frieden ja, Besatzung nein, skandieren sie in der Geburtsstadt Jesu, gemeinsam mit Bürgern Bethlehems, die selbst ihren traditionellen Weihnachtsbaum in diesem Jahr aus Protest nicht geschmückt haben. Bethlehem, noch vor kurzem eine Geisterstadt, belagert von der israelischen Armee, die Geschäfte verrammelt, die Einwohner in ihre Häuser gesperrt. Über Weihnachten ist die Ausgangssperre jetzt aufgehoben. Die israelischen Soldaten und Panzer sind aus dem Stadtzentrum abgezogen. Schließlich schaut die ganze Welt heute nach Bethlehem. Und was sie sieht, ist Protest, ist Trauer, ist Depression statt Freude und Festtagsstimmung. Auch in Nazareth, in den Bergen Galiläas, steht trotz vereinzelter Festdekoration dieses Jahr kein guter Stern über dem Weihnachtsfest. Die traditionelle Heiligabendparade fand heute Mittag in der größten arabischen Stadt Israels trotzdem statt, als gemeinsames Fest der christlichen und der muslimischen Palästinenser. Denn es könnte bald alles noch viel schlimmer kommen. Kauft, Leute, kauft, bevor der große Krieg beginnt, animiert der Gewürzhändler nebenan die zögernden Kunden. Weihnachten im Heiligen Land zwischen Intifada und drohendem Irakkrieg. Da wünschen sich selbst kleine Kinder wie die vierjährige Christina nicht nur Spielzeug, sondern vor allem eines: Frieden, Salam. Trotz US-Warnungen treibt Nordkorea die Reaktivierung seiner Atomanlagen weiter voran.
Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte heute Berichte über Arbeiten im Atomreaktor Yongbyon, wo auch plutoniumhaltige Brennstäbe lagern sollen. Währenddessen bemüht sich die südkoreanische Regierung weiter um einen Dialog zwischen den USA und Nordkorea. In Südkoreas Hauptstadt Seoul versuchte Präsident Kim Dae-jung heute weiter den Spagat. Wir können Nordkorea helfen, seine Beziehungen zu den USA zu verbessern, aber wir können nicht einverstanden sein mit Atombomben und Raketen. Die Kommunisten im Norden aber erwecken zumindest den Eindruck, als ob sie genau das wollen, die Atombombe. Heute gab es Hinweise, dass der Reaktor, der waffenfähiges Plutonium erzeugt, tatsächlich bald wieder in Betrieb gehen könnte. Doch die Machthaber in Nordkorea sehen sich nicht als Täter, sondern bedroht von den USA. In Washington hatte Verteidigungsminister Rumsfeld gestern mit dem Säbel gerasselt. Nordkorea sollte nicht meinen, die USA könnten vor lauter Sorge um den Irak nicht noch an anderer Stelle zuschlagen. Der Konflikt war eskaliert, weil Nordkorea zwar den plutoniumerzeugenden Reaktor abgestellt hatte, dafür aber an waffenfähigem Uran arbeitete. Daraufhin hatten die USA dem Land die Öllieferungen gekappt. Nordkorea argumentiert seitdem, um Strom zu haben, brauche es nun wieder den Reaktor. Mit 5 Megawatt leistet er allerdings nicht mehr als ein modernes Windrad. Führt die Konfrontation jetzt direkt zum Krieg? Viele Experten bestreiten das. Nordkorea gehe es mehr darum, Stärke zu zeigen vor den unvermeidlichen Verhandlungen, sagt der südkoreanische Wissenschaftler Lee. Entscheidend ist, den Nordkoreanern einen Rückzug zu gewähren, bei dem sie nicht das Gesicht verlieren. Ob solche Ratschläge allerdings in Washington Gehör finden, das wissen auch nicht die Wissenschaftler. 2 Monate nach dem Geiseldrama in einem Moskauer Musicaltheater hat heute die erste Anhörung vor einem Stadtgericht begonnen. Die Angehörigen der Opfer fordern Entschädigung in Millionenhöhe. Tschetschenische Rebellen hatten im Oktober mehr als 800 Menschen in ihre Gewalt gebracht. Bei der Befreiung durch ein Sonderkommando starben 129 Geiseln, die meisten durch das eingesetzte Betäubungsgas. Für russische Verhältnisse sind es gewaltige Summen, über die das Moskauer Stadtgericht entscheiden soll. Umgerechnet knapp 40 Millionen Euro fordern die inzwischen 38 Angehörigen von der Stadt Moskau und fast täglich melden sich neue Kläger. Ein Antiterrorgesetz aus dem Jahr 98, so der Rechtsanwalt der Angehörigen, verpflichte Städte und Gemeinden zu Entschädigungszahlungen bei Terroranschlägen auf ihrem Territorium, unabhängig von der Schuldfrage. Die vergleichsweise kleinen Summen, die die Stadt Moskau bisher freiwillig an die Angehörigen zahlte, will er vervielfachen. Die 3000 Dollar für mich als Mutter und für die Witwe, die haben gerade für die Beerdigung gereicht, meint sie. Hoffnung auf größere Summen machte ihnen erst die Suchanzeige des prominenten Moskauer Anwalts. Diese Beihilfe der Stadt hat doch nichts mit einer richtigen Entschädigung zu tun. Die hat noch niemand bekommen, denn wir sind die Ersten, die vor Gericht ziehen. Bis zur zweiten Anhörung im Januar, so das Gericht heute, soll der Anwalt der Kläger die materiellen Schäden wie Verdienstausfälle konkret nachweisen, statt pauschal Millionensummen zu fordern. Ich bin gegen diese riesigen Summen, meint auch dieser Moskauer, denn dieses Geld muss doch letztlich vom Steuerzahler übernommen werden. Noch glaubt fast niemand in Moskau an einen Erfolg der Klage. Ungewöhnlich kritisch hat sich das russische Parlament mit der Tschetschenienpolitik des Kreml auseinandergesetzt. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung bezweifelten die Abgeordneten der Duma den Sinn der Militäraktionen in der Kaukasusrepublik. Auch die Spezialeinsätze brächten wenig Resultate. Die Parlamentarier appellierten an Präsident Putin, Truppen aus Tschetschenien abzuziehen und sich um eine politische Lösung zu bemühen. Bei dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs in Iran sind alle Insassen ums Leben gekommen. Nach letzten Berichten waren vermutlich 45 Menschen an Bord, die meisten von ihnen Luftfahrtingenieure aus der Ukraine und Russland. Ihre Leichen wurden mittlerweile aus der Bergregion um Isfahan geborgen. Der Funkkontakt zur Maschine war kurz vor der geplanten Landung abgebrochen. Die Auswertung des Flugschreibers soll jetzt die Unglücksursache klären. Vor der griechischen Insel Korfu sind 3 Flüchtlinge ertrunken, als ihr Schiff in der Nacht auf Grund lief und kenterte. 160 Menschen konnten sich schwimmend an Land retten. Ziel der Flüchtlinge, zumeist Kurden und Afghanen, war offenbar Italien. Wo sie abgelegt hatten, ist unklar. 2 albanische Schleuser, die nach Aussagen der Geretteten in einem Schlauchboot fliehen konnten, werden von der Polizei noch gesucht.
Die 7 bei einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten sollen am morgigen ersten Weihnachtsfeiertag nach Deutschland übergeführt werden. Voraussetzung sei allerdings, dass das Wetter in Kabul den Start der Maschine erlaube, hieß es im Verteidigungsministerium. Die zentrale Trauerfeier ist für Sonntag im Bonner Münster geplant. Mehr als 9000 Bundeswehrangehörige leisten zurzeit weltweit ihren Auslandseinsatz. Für sie bedeutet das, Weihnachten getrennt von ihren Familien zu feiern. Im Kosovo sind etwa 3900 Soldaten stationiert. Nach dem Hubschrauberabsturz in Afghanistan herrscht gedrückte Stimmung am Standort der multinationalen Brigade Südwest. Die Flaggen im Feldlager Prizren wehen auf Halbmast. Kabul ist in diesen Weihnachtstagen überall, wo deutsche Soldaten ihren Dienst versehen. Auch für das Kosovo gilt, was der Verteidigungsminister über Afghanistan gesagt hat. Die Soldaten versehen einen gefährlichen, aber doch notwendigen Dienst. Nein. Für Weihnachten mein Wunsch, dass ich heil nach Hause komme und ebenfalls meine Kameraden. Die multinationale Brigade Südwest, die für den Frieden in diesem Teil des Kosovo Verantwortung trägt, umfasst mehr als 10.000 Soldaten. 3.900 von ihnen sind Deutsche, die meisten kommen aus Bayern und Baden-Württemberg. Die Gedanken sind heute meist bei den Familien. Ich habe zwar hier meine Kameraden, es ist das erste Mal, dass ich im Einsatz bin, aber lieber wäre es mir, ich wäre daheim und könnte meiner Frau und meinen Kindern Weihnachten feiern. Wir werden zusammensitzen, ein bisschen weihnachtlich einstimmen. Der eine oder andere wird Geschenke aufmachen, dann mal schauen, wie wird der Abend. Vorbereitung für die Weihnachtsfeier in der Turnhalle. 300 Soldaten aus Österreich, Spanien und anderen Nationen feiern hier zur Stunde das Fest des Friedens. Eines Friedens, den zu sichern sie vielfältige Gefahren auf sich nehmen. Neben der Turnhalle 2 LKW mit Schnee aus den Bergen. Selbst hier ein wenig weiße Weihnacht. An der sogenannten Schneebar ist man dann verbunden mit der Familie und den Freunden zu Hause. Auch für viele Opfer des Jahrhunderthochwassers an der Elbe ist dieses Jahr kein normales Weihnachtsfest. 4 Monate nach der Katastrophe sind noch längst nicht alle Schäden beseitigt. Einige Familien konnten ihre Wohnungen gerade erst wieder beziehen. Für Frank Höhme ist es das schönste Weihnachtsgeschenk, dass er seit einer Woche wieder Wohnzimmer und Küche in seinem Haus benutzen kann. Über einen Meter hoch stand das Wasser in der unteren Etage. Dem Familienvater aus dem sächsischen Meißen wird der Schaden von 30.000 Euro fast völlig ersetzt. Frank Höhme fühlt sich durch die Hilfsbereitschaft, die Meißen selbst aus Afrika erreichte, berührt, aber auch ein bisschen beschämt. Ich habe gerade jetzt gehört, dass von Kenia eine Spende hierher nach Meißen gekommen ist, wohl an eine Schule. Wir haben also eine große Spende von Tee geschenkt hier. Das macht mich also eher bedrückt, muss ich sagen. Denn da denke ich, wie stehen wir hier in Deutschland eigentlich doch um wie viel besser da. Ein paar Straßen weiter verkaufen die Heinerts seit einigen Wochen wieder Schuhe. Marion Heinert hatte Zweifel, ob sie das noch einmal schaffen würde. Die Schuhhändlerin hat 4 Läden mit der gesamten Winter- und Sommerware verloren. Aber die zahlreichen Spenden und die Solidarität vieler Lieferanten haben sie weitermachen lassen. Es wird für uns richtig Weihnachten erst am Heiligabend werden, wenn die Geschäfte alle geschlossen haben und wir in der Familie besinnlich vom Weihnachtsbaum sitzen, und dann werden wir uns sagen, wir hätten uns das nicht so schnell wieder gedacht. Frank Höhme gibt nun die ihm widerfahrene Solidarität zurück. Da andere mehr verloren haben, hat er an sie Spendengelder weitergegeben. Für den Mann aus Meißen eine Selbstverständlichkeit, nicht nur in diesen Weihnachtstagen. In München findet zur Stunde Deutschlands größte Weihnachtsfeier für Obdachlose statt. Der katholische Männerfürsorgeverein lud auch in diesem Jahr etwa 1000 Menschen ins Hofbräuhaus. Neben einer deftigen Mahlzeit gibt es für jeden auch ein Geschenk. Es ist bereits die 52. Weihnachtsfeier für Obdachlose im Hofbräuhaus. Bundesweit gibt es etwa 400.000 Menschen ohne festen Wohnsitz. Und nun die Wettervorhersage für morgen, den ersten Weihnachtstag. Die Luftmassengrenze über Deutschland, die kalte Luft im Nordosten von milder Luft im Südwesten trennt, verlagert sich leicht nach Osten.
Das Ergebnis ist eine kritische Wetterlage, und zwar dort, wo die beiden Luftmassen ineinander übergehen. Mit Glatteisregen muss gerechnet werden. Heute Nacht von Schleswig-Holstein bis nach Ostthüringen und Sachsen. Morgen dann auch in Mecklenburg und Brandenburg. Nach Westen entspannt sich die Glatteislage. Im Westen und Süden ist es heute Nacht stark bewölkt. Gelegentlich regnet es. Dort, wo es Glatteis gibt, zwischen Schleswig-Holstein und Sachsen, fällt auch mal Schnee. Trocken bleibt es nur zwischen Vorpommern und Ostsachsen. Im Norden böig auffrischender Wind, am Meer Spitzenböen, die bis zu 75 Kilometer in der Stunde erreichen. Heute Nacht Werte zwischen minus 9 und plus 8 Grad. Am Tag minus 1 Grad an der Ostsee und 10 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag entspannt sich die Glatteislage. Im Norden und Westen fällt Regen, im Süden und Osten scheint gelegentlich die Sonne. Nur im äußersten Osten fällt etwas Schnee oder Regen. Im Osten wird es allmählich milder.